Ja, hallo meine lieben Freundinnen und Freunde des Fantasies, der Rundenstrategie, des RPGs. Weiter geht es mit dem wunderschönen Spiel Baldur's Gate 3 von Larian Studios. Ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Livestream auf Twitch und später dann auch auf YouTube, selbstverständlich zum entspannt nachgucken. So, jetzt hat er. Wir machen fröhlich weiter, wo wir beim letzten Mal waren, bei den Druiden. Und ja, gucken wir mal, ob wir jetzt endlich unsere Heilung bekommen können, die wir uns so sehr ersehnen. So, wo stehe ich denn hier? In dem Raum. Ich will in die da weitergehen. Gut. Möchte ich gerne. Aha. Ja, dass das Geld ist, weiß ich, Spiel. Da mal eine Weidentruhe mit einer Schale. Traumhaft. Alles her mit. Da lagen zwei Goldmünzen rum. Ich habe so nötig, dass ich das auch noch mitnehme. Hier drin ist alles Diebstahl. Ja, dann können wir jetzt mal gucken, was hier passiert. Bei der guten Nettie. So. Ich will mit ihr ungestört sprechen. Deswegen mache ich die Tür zu, weil es geht ja schließlich um meinen Gehirnparasiten. Das soll ja nicht jeder mitkriegen. I need a quick word. I see you. Just give me a moment. Kann ich was tun, um zu helfen? A moment. This medication. There. It's up to her now. Life or death. Now. What was it you needed? Ich suche Nettie. You found her, but I still don't know what she can do for you. Wisst ihr was über Gedankenschinder? Why are you asking? Mir ist etwas ins Auge gekrochen. Did it look like a tadpole, but from your worst nightmare? All slime, teeth and tentacles. Gibt's ja noch andere. Mir ist ja kein Frosch ins Auge gehüpft. That's a serious condition. Come, follow me. I might be able to help. We need to be quick. This way. Müssen wir uns auch noch beeilen. Hör jetzt auf, ey. Die Sachen uns angucken wir mal später. Ich habe wieder meine Einstellungen vergessen. Verdammte Axt. This one had the same problem as you. Attacked us in the woods together with some goblins. Tadpole crawled out of his head soon after. Ist denn jeder hier von Gedankenschildern besessen, dachte nicht, dass es so verbreitet ist. Ja, ich habe das aufleuchtende Glas gesehen, meine Lieben. Oh oh. Wink mit dem Zaunpfahl. At least that's what Master Halson suspected. Kann sie nicht sehen. You got me instead of him. He understands these things. Studied them. Still, we have options. You don't have to be here for this. I'm interested in the procedure, actually. Please, go ahead. All right. Let's see what we can do. Was ist das für eine Pflanze? Wird sie mir helfen? It might. But first things first. Tell me about your symptoms. Have you noticed anything strange happening? Ich kann meinen Verstand mit dem von anderen Infizierten verbinden. Victims can identify each other. Not that the others know their victims, of course. How'd you pick up the parasite? Halson was desperate to find where all this was happening. Auf einem Gedankenschinderschiff. Ich wurde entführt und infiziert. A mind flayer ship? But Master Halson was sure. Look, you've been straight with me. So I'll be straight with you. You're dangerous. If you transform here, we're all dead.
But you seem like a good soul. You deserve a chance to save yourself. This is a vial of wyvern poison. Swear to me, you'll swallow it if you feel any symptoms. Also gut, her damit. Swear it. Dann schwärme es mal. I hope it doesn't come to that, but thank you. Here. You know, I've spent my life treating folk and never once saw a mind flayer infection. Then suddenly, there's dozens of you. Maybe more. Master Halson and I were tracking them, studying them, trying to figure out what the hell was going on. Because you should all be changing. There should be a small army of mind flayers out there. But you're not. Weird powers aside, you seem perfectly normal. Ihr müsst doch irgendetwas erfahren haben, als ihr sie studiert habt. For one, that thing in your head is like nothing we've ever seen from mind flayers. It's one of their worms for sure. But this one gives you powers. Telepathic connections. And it doesn't turn you into one of them. Not yet, anyhow. Ihr sagtet, ihr verfolgt noch andere Opfer. Haben die sich verwandelt? Hard to say. But there's a lot we don't know. Infected, folks like you, have been converging on an old temple of Saluna. And I've no idea why. When Master Halson heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get answers. Joined on the spot. Whatever he found there, he didn't make it back. Was wollt ihr, dass ich tue? The thing is, I've sent birds to find him. But the place is rotten with goblins. None of us can even get close. You, though, you're one of them. Technically speaking, I mean. They won't kill someone carrying their parasite. If you can find Halson and get him out of there, we can discover what he learned. And perhaps he can save your life. How's that sound? Also gut, ich suche den Halson. Thank you. It would mean everything to the Grove. To me. I wish I could tell you more. But only those adventurers know what happened out there. All I can say for sure is they all went to the old temple of Saluna. And Master Halson didn't make it back. Good luck out there. And if things start to go bad, remember the vial. Remember your oath. One step at a time, Nettie. Come on. Wyvern poison. It's lethal stuff. Let's hope we won't have to sample its delights. Better a quick draft than Ceramorphosis nonetheless. Something of a potential would-be mind flayer myself. Ich will mal ein bisschen drauf achten. Es kommen nämlich so die ein oder anderen Dialoge mit der Zeit da reingetriggert. Und deswegen will ich die euch zeigen. Und auch laufen lassen. Vivan Gift. Das kann man nämlich wunderbar verwenden, um eine Waffe zu verändern. Also. Sie hat die Tür zugemacht, als sie diesen kleinen Dorn geholt hat. Ich kann euch gleich sagen, dass es alles andere als nett war, was sie da versucht hat zu tun. Sie hat nämlich nichts anderes vor, als uns wirklich ernsthaft zu töten. Das ist der Fakt. So. Nettie ist jetzt hier drüben hingegangen. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft hat, die Tür zu schließen. Aber das hatte sie gemacht. Das habt ihr gesehen und hat sie plötzlich wieder aufgemacht. Erst mal den Mechanismus gehört, ja. Bin mal gespannt, ob Nettie auch noch ein Stückchen weitergeht. Nee, die macht jetzt eher ihre Nachforschung da drüben. Okay, dann gehen wir mal ins Gruppenschleichen. Denn ihr habt ein Glas aufgeleuchtet, wenn euch das aufgefallen ist in dem Gespräch. Und hier ist nämlich ein gedankenschieder Parasitenexemplar. So, ich tue jetzt erstmal schnell speichern. Ich glaube nicht, dass der Eid der Natur
dazu führt, wenn wir klauen, dass wir den brechen. Wunderbar, dann hätten wir das da. Da gibt es ein paar Notizen. Looks like Halcyon's our best bet for a cure. We know the man, we know the mission. Let's go find him. So weit, so gut. Assuming he's even still alive. Könntet ihr aufhören, während wir schleichen, euch tiefenentspannt zu unterhalten? Aber es ist cool, ne? Die Leute unterhalten sich über das Thema, das dann gerade eben vorgekommen ist. Es ist toll gemacht. Das gefällt mir sehr gut. So, wir haben noch die Fähigkeit, mit Toten zu sprechen. Wir würden gerne Informationen bekommen. Schattenherz, könntest du vielleicht von dem Draw runtergehen? Schatzilein. Dankeschön. So, dann machen wir jetzt hier mit Toten sprechen, werfen wir mal an. Und holen uns Informationen. 5 Fragen an einen Toten darf man stellen. Dann bricht er zusammen. The corpse regards you lifelessly. Wie viele Draw gibt es hier draußen? Minthara. M. Wer hat euch getötet? Druid. Bear. Wahrscheinlich Halcyon persönlich. Wer seid ihr? Ned Sieranis. Und jetzt kommt die spannendste Frage. Woher habt ihr die Larve? The corpse remains silent. It doesn't understand the question. Mhm. Seit wann folgt ihr denn Absoluten? Moonrise Towers. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Juhu! Gail ist inspiriert, hat auch EP bekommen. Sehr schön. Das gab einen dicken, fetten Reroll. Der mag nämlich, wenn man solche wissenschaftlichen Experimente vollzieht, der Gail. Außer, dass er halt noch Hunger hat. Und übrigens, ne, den Ring, den wir da von dem kleinen Jungen bekommen haben, der ist natürlich ein besonderes Artefakt. Den kriegt jetzt auch mal der Gale. In der Hoffnung, dass er dann hier drin ist. Und den lasse ich einfach mal drin. Den ziehe ich ihm sicherheitshalber nicht an. Wer weiß, was dieses Ding wirklich kann. Aber das vielleicht kann er das konsumieren. Nein, das darf er nicht konsumieren. Schade. Ich dachte, ich kann noch auch hierfür eine Anwendung finden. Naja, zu früh gefreut. Ganz einfach. Du bist keine Zutat, ne? Du bist Ware, ne? Kann man dich essen oder was? Kann's ans Lager senden. Die Vergrößerungsglas hebe ich immer auf. Vielleicht kann ich es mal noch irgendwann gebrauchen. Wer weiß, wer weiß. Soll sich nicht zu früh abschreiben. Da ist dieses komische Logbuch. Das könnte man auch fröhlich verkaufen, denke ich. So weit, so gut. Gut, dass ich beim letzten Mal so einen tollen Trank einfach weggesüffelt habe. So, jetzt können wir hier eigentlich fröhlich und bestimmt alles abräumen. Es ist auch die Möglichkeit, dass ihr, Achtung, Spoiler-Alarm, das mit Netty nicht friedlich löst. Und dann ist es nicht verkehrt, wenn ihr Türen hinter euch zumacht. Gerade wenn ihr in irgendwelche Hinterräume geht, seid euch nicht sicher, dass die Leute euch freundlich gesonnen sind. Das ist so ein allgemeiner Tipp. Also ich fand das... Oder ich finde das als sehr, sehr merkwürdig, was sie da getan hat. Vor allen Dingen einfach dazu zu machen, war schon sehr, 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 sehr fragwürdig. Bei Mona Lee kommt auch raus, was das für eine Wurzel war, die sie da gezeigt hat. Hier verrate ich es nicht, weil wir sie auch nicht entdeckt haben. So einfach ist das. So, wir haben eine Menge erledigt hier.
Und sobald wir hier raus sind, zeige ich euch nochmal was in meinem Inventar. Aber ich möchte erst rausgehen. Nicht, dass die Taste untersuchen etwas auslöst. Wichtig für euch jetzt zu wissen. Und zwar folgendes. Hier oben ist ein Gedankenschinder, Parasitenexemplar. Mit dem kann man Dinge tun. Okay, mit dem kann man Dinge tun. Sagen wir mal, wir können unseren Gedankenschinder upgraden, indem wir andere Gedankenschinder konsumieren. So, aus Roleplaying-technischer Sicht bin ich mir als Zwerg dann nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, diese Sachen zu machen. So, deswegen zögere ich noch, den einzusetzen. Es kommt irgendwann im Lauf des Spiels zu einer Szene, bei der, wie soll ich sagen, wir einen gewissen Hinweis bekommen, was es mit den Gedankenschindern auf sich hat. Und erst ab dann und nicht vorher werde ich das hier ausprobieren und auch anwenden. Solange ist das halt eben nicht der Fall. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen, denn würde ich das jetzt nicht so, auch nicht so im Ansatz kennen, würde ich jetzt auch sagen, uff, ich mache da lieber erstmal nichts mit den Dingern, aus Gründen. Es kommt aber eine Szene, die meine Meinung Roleplaying-technisch dann ändert und ich da mich fröhlich dran ausprobiere. So, jetzt bin ich mal richtig mutig und gehe mal diesen Weg hier entlang. Was soll da so ein Schief gehen, wenn wir da lang gehen? Vielleicht gehe ich erstmal da hoch. Eines nach dem anderen. Spar und Corinna, süß. Something's on my mind. Dance upon the stars tonight. Smile and pain will fade away. Words of mine will change. No. Become. Hi Fayette, ich grüße dich. Das eine wie das andere Lied sind im Soundtrack. Yeah. Ja, danke für den Hinweis. Was singt ihr da für ein Lied? More like butchering. Don't know why I bother. Alles in Ordnung. No, I'm moments away from a grisly death. At the hands of this bloody song. I can't... Nothing fits, you know? Mal sehen, ob ich helfen kann. Mm. It can't hurt. I have her. I have an extra loot, if you want. Gib mir die Laute, wir können zusammen spielen. I'll start from the beginning. We'll take it slow. Dance upon the stars tonight. Smile and pain will fade away. Auftreten, mit mir mitspielen. Plus 3 von Charisma und plus 2 von Auftreten Übung. Na, auftreten. Nicht drauftreten. Boah, es ist saftig. Crispan kann es einfach. Words of mine will turn to ash when you call the last light down. Mit ihrem Takt bleiben. Wenn man mal drin ist, wird's einfacher. That's what she said. Moon reminds me of your grace. All the love I can't repay. Rest and know that I will pray. Farewell, my dear old friend. Schön. Richtig schön.
sorry. Gail ist einverstanden, dass sie weint. Ist das schön? Ist schön. Das war ein schönes Lied. Ein paar Tränen wert. Thanks. That's the first time I've played since Lihala died. My teacher. She was playing her lute. We didn't hear the gnolls coming. There was so much blood. I can still smell it. Eure Lehrerin wäre sicher stolz, euch jetzt so zu sehen. She'd yell at me for that clunky verse. And make me play till my fingers were raw. And that's exactly what I'm going to do. Finish the Weeping Dawn. For her. Keep the lute. Please. You've earned it. I've a long way to go. But thank you. I needed this. Oh, eine besondere Laute haben wir bekommen. Jetzt kann wirklich gar nichts mehr schief gehen. Ne? Hey. Ja, wegstecken. Also ich hab sie jetzt dabei, aber nicht dauernd auf dem Rücken geschnallt. Da ist eine vergoldete Truhe, die nicht als Diebstahl gilt. Ist da was falsch? Ist doch bestimmt ihr Schatz oder sowas. Nicht du. Macht einfach Spaß, diese Dinger zu knacken. Die Kappe der Heilung. Besänftigende Lieder. Wenn du einen Verbündeten mit bardischer Inspiration inspirierst, erhält er außerdem 1-6 Trefferpunkte zurück. Wisst ihr was, dass ich das behalte, falls ich mal irgendwo tatsächlich auftreten muss, um Leute zum Beispiel abzulenken oder so irgendwas, ne? Ich trete irgendwo auf, kann irgendwie was Besonderes bekommen, weil ich da Musikstücke mache. Aber es ist halt... Ja, wo ist er denn? Da ist er doch. No rest for the wicked, I see. Also da kriegt man Lust, einen Baden zu spielen. Ich sag's einfach, wie es ist. Da kriegt man Lust, einfach einen Baden zu spielen. Mit den Handschuhen spielst du maximal die Trommeln. Aber auch was Gutes getrommelt ist, ist was Schönes. Sag doch sowas nicht. Sonst stürzen wir uns einfach in die Klippe runter zu viert. So, das Lied, es treibt uns in das Ende. Nein, echt schön, echt cool gemacht. Finde ich jetzt persönlich zumindest. Das ist ein schönes Element in dem Spiel. Ist auch immer eine brutale Ernsthaftigkeit in dem Spiel. Es ist nicht so, dass es jetzt für Zartbetuchte geeignet wäre. Jetzt gehen wir mal an den Strand runter. Ich habe ein bisschen Lust auf Baden. Was meint ihr? Oh, noch ein schönes Lied. Hört ihr das? Oh, toll, hier sind ja noch mehr Baden. Bei einem Paladin hält ich nichts davon ab, auch ein paar Level in den Baden zu werfen. Charisma ist für euch beide. Ja. Ach, guck mal, hier unten, wunderschöner Strand.
kommt die schöne Musik her? Oh, toll. Da gehen wir jetzt mal hin. Singing? Ja, da singt jemand, oder? It's beautiful. Ja, ich finde auch das sehr beautiful. Da ist der Weg runter an den Strand. Ah, dann gehen wir mal da unten lang. Also, stopp. Ich weiß, was da passiert. Okay? Ich weiß, was da passiert. Ich mache jetzt was völlig Irres. Ich laufe einfach runter an den Strand. Wenn das jetzt mein Spiel gewesen wäre, wäre ich da jetzt vielleicht oben oder unten lang gelatscht, ne? Hätte mir das mal angeguckt. Ich sehe aber, da unten steht ein kleiner Junge. Und zu dem will ich jetzt mal hin. Wenn der so schön singen kann, dann will ich mal mit dem reden. Mikron, kannst du so schön singen? Listen. Irgendwas sagt ihm jetzt, dass da was nicht stimmt. Du solltest nicht so im Wasser stehen. Es ist zu gefährlich. Don't you hear it? It's so peaceful. Ich höre nichts. Komm zurück zum Ufer. No. It's just a bit of water. I only want to listen. Just a little closer. Oh. Die können so schön singen. Yes, everything's gonna be fine once I get there. Ah, und ich würfel mal wieder eine saftige Eins bei der Initiative. Es sind Harpien, die hier mit berauschenden Gesängen die Leute in Trance versetzen. Und es ist halt leider nicht nur eine. Es ist nicht nur eine. Ja, wir haben nachher noch einen langen Weg zu gehen, wenn wir das überhaupt überleben. Die Harpien hier sind Stufe 3. Können wir hier auf Untersuchen klicken. Na. Singend. Und könnt ihr halt, ne? Die Harpie lockt Kreaturen in der Nähe mit einer magischen Melodie an. Das Lied endet, wenn sie kampfunfähig ist oder die Konzentration verliert. Oder tot ist. Aber tot ist gleichbedeutend mit kampfunfähig. 50 Kilogramm wiegt die. Kann die sich überhaupt noch in die Luft erheben? Ist ja auch wurscht egal. Wunderschön. Griechische Mythologie hier auch noch im Spiel zu haben. Traumhaft. Aber das ist ein kritischer Moment. Wir haben keine gute strategische Position uns geholt. Ich hätte jetzt zum Beispiel mich hier oben aufstellen können und entsprechend solche Aktionen machen können, dass ich die dann von oben beschieße. Aber ich finde, das ist dann, wenn ich es weiß, was passiert, auch ein bisschen zu arg gecheatet. Das habe ich nur am Anfang ein bisschen gemacht, um ein paar Sachen euch zu zeigen. Aber ab jetzt gilt die normale Spielweise, sage ich mal. So, ich werde jetzt auf jeden Fall versuchen, einen erhöhten Punkt zu bekommen. Wir müssen aber auf den kleinen Jungen aufpassen. Dem darf eigentlich oder sollte nichts passieren. Nicht erreichbar. Wieso denn nicht? Ah, halt. Die weiße Linie sagt mir knapp nicht, ne? Knapp darfst du da nicht hin. Dann muss ich irgendwie was anderes versuchen. Das Konzentration brauchst du hier auch Heiligtum. Hm? Also, zunächst einmal mache ich mit ihr als Bonusaktion das auf den kleinen Jungen. So. Dass dem nichts passieren kann. Ja, so tick ich. Und dann gehen wir schon mal da hoch. Nicht genügend Bewegungsrate, ne? Es reicht ganz knapp nicht, um an die ranzukommen. Spitter. Reicht's jetzt vielleicht? Nee, leider nicht. Reicht es irgendwie weiter? Nee, auch das nicht. Das ist jetzt echt ärgerlich knapp. Haben wir noch irgendwas, was uns irgendwie weiterbringen könnte? Okay.
dem Lied widerstanden. Zustand, zwei verbliebene Zungen. Hat einen Rettungswurf gegen das lockende Lied der Harpie bestanden und ist zwei Züge lang gegen diesen Effekt immun. Das ist schon mal gut. Drei Ziele ausgewählt, oder bin ich jetzt gerade? Patscha. Ach, wieder zu weit entfernt. Okay. Ja, die können tatsächlich fliegen. Und sie schafft es nicht. Ich kann einen Gelegenheitsangriff machen, ja. Göttliches Niederstrecken. Und jetzt kommt genau das. Das hätte er jetzt einfach gemacht, wenn er das nicht bei den Reaktionen entsprechend einstellt. Das will ich jetzt natürlich nicht. Wow. Wow, ein kritischer Treffer, ein Schaden. Oh, 10 Schaden auf Gel. Das war ein bisschen übel gerade. Also ihr seht, dass das ein bisschen heftig ist, was die da treiben. So, die haben Clown. Ich überlege gerade, ob ich gleich schon das Elixier trinken soll. Das Blutdurst. Trinke dies, um den Blutdurst zu geraten. Einmal pro Zug erhältst du, wenn du einen Gegner tötest, 5 temporäre Trefferpunkte und eine zusätzliche Aktion. Ersetzt bei Konsum die Effekte anderer Elixiere. Da stehst du, ne? Okay. Sie hat 24. Die ist jetzt aus irgendeinem Grund gefesselt. Ach, wegen dem Stab. Deswegen ist das ein Vorteil. Darf ich mich da bewegen, ohne dass die einen Gelegenheitsangriff kriegt? Das darf ich. Also, dann machen wir das jetzt so. Mal hierher. Und trink das bitte. Und da die einen Vorteil hat. Ich überlege gerade. Entwaffnen nicht. Niederstrecken. Ja, brauche ich eigentlich nicht. Ich zerfleisch die mal. 94% Trefferwahrscheinlichkeit. Na, der hat doch schön gesessen. Jetzt andersrum machen müssen. Zusätzliche Aktion, einer tot. Und 5 temporäre Trefferpunkte bekommen. Und dann mache ich bei dir. Standardangriff. Oh, das hatte ich. In meinem Kopf war es schön, die Ausführung war verbesserungswürdig. Ja. So, mein lieber Gale befindet sich in einer beschissenen Situation. Du hast 24 Trefferpunkte, ne? Nacht. Aber er steht mir einfach viel zu nah dran. Outflank, outsmart. Sehr schön, Trefferpunkte wieder geheilt. Das gefällt mir. Kleiner Junge, nein. Puff. Dem Lied widerstanden. Die Frage ist, es wird schwierig,
zu ihr zu kommen. Die muss aber aufhören mit ihrem Gesinge. Ich könnte da hochhüpfen und der eins auf den Dez geben. Die Harpie könnte ich sein lassen. Ich überlege gerade Monstrosität. Celestische Unholde und Untote, das gehört da wahrscheinlich nicht dazu. Bis dahin geht's. Ja, danke, dass du gesprungen bist. Hä? Es wird mir doch angezeigt, dass es geht. What the f... Lass den kleinen Jungen in Ruhe. Dem Lied widerstanden. Natürlich fehlt immer ein Itzelchen. Irgendwie eine kürzere Reichweite. 18 Meter, ich verstehe es nicht. Ich bin gerade echt am Rätselraten. Sorry, dass es so lang geht. Warum ist es Nachteil? Ziel außerhalb der normalen Reichweite. Okay. Trotzdem. Das verstehe ich nicht. Gut, zumindest haben wir ihr wehtun können, aber manchmal frage ich mich Dinge.
Gut, dass du dem Lied widerstanden hast. Dann, da liegt was vor dir. Ups. Mit einem Schlag hat sich das schon mal erledigt. Taking position. Darf ich nicht ins Wasser springen oder irgendwas? Sage mal. Wegen tiefem Wasser Bewegungskosten verdoppelt. Ich also manchmal. Okay. Dann tun wir ihn halt einfach so weh. Kann ich jetzt auch nicht helfen. Trinken wir noch einen Heiltrank? Sicher, sicher. Oh, da ist jemand verlockt worden. Gail ist nicht, hat nicht widerstanden. Na ja, klar, dass der Gail da nicht widerstehen kann. Hey, kleiner Junge, lauf da doch nicht hin. Jetzt geht's aber, oder? Bitte sag mal, dass es geht. Und dass er jetzt nicht irgendwie komisch läuft oder so irgendwas. Na also. Tag auch, Chefin. Jetzt gibt's Azure. Und zwar kommt jetzt der Pulsstopper, bewegt möglicherweise ein Brusttrauma, das Ziel verliert eine Aktion. Göttliches Niederstrecken? Nee, brauche ich jetzt nicht. So, wacht auf, Leute. Hat sich hier ausgehorcht. Was ein Glück. Mein Kopf ist auch wirklich... Was schreibst du, Fayette? Das ist ein Zauber, den musst du erst auslösen und dann den normalen Sprung mit dreimal Reichweite. Das ist ein Zauber, den musst du erst auslösen und dann den normalen Sprung mit dreimal Reichweite nutzen. Ach, den normalen Sprung? Ah, jetzt habe ich es verstanden. War das nicht, dass man das anklickt und dann hat sie das automatisch genommen? Sorry, du hast recht, Punkt. Naja. Aber die Nummer war jetzt ziemlich geil von unserem Zwerg. Hat sich ausgedödelt, Madame. Ich komme von hier oben nicht nah genug an die Harpien dran. Es bringt mir also nichts weiter, diese Position zu halten. So, jetzt haben wir die Chefin aber mal ganz kurz, ne? Verjagt. Verjagt ist ein schönes Wort für ableben. Ableben, ableben lassen. Muss im Vorteil sein, muss im Vorteil sein, muss im Vorteil sein. Nicht genug Bewegungsrate, ich komme da nicht mehr wieder. Arrgh. Kann nichts machen. Jetzt fängt die an zu singen. So eine Sauerei. So, jetzt stehen wir zumindest mal mit Lassiel dran.
Och, komm schon, Gale. Jawohl, zieh dich zurück, kleiner Junge. Nein! Oh, Zwerg. Du erdrängst dich gerade selbst. Sie sind weg. Bei dir alles in Ordnung? No. Yes. I mean, I don't know. Paladin Antwort, die finde ich klasse. Du warst tapfer Kind, heldenhaft sogar. Du bist jetzt in Sicherheit. That's what the voice said. I almost got to the nest, but the singing. I need to get back. Mol will be so mad. Wait, you should meet Mol. She'll be grateful you helped me. Find a boy called Donny. Tell him you want to see the Dragon's Lair. Aha. Donny, Dragon's Lair. Ich versuch's zu machen. Gell, müssen wir jetzt uns hier in der Pampa unterhalten? Na, von mir aus. That scamp reminds me of myself when I was a nipper. Always getting into trouble. Ja, irgendwie kann ich mir euch als Dreikäse hoch vorstellen. One time my parents denied me a kitten, so I summoned myself a Tressim. Oh, dear old Tara, beautiful creature. Benefits of a wizard's education, you see. Of course, my considerable talent didn't hurt either. Well, that depends on who you ask, I suppose. I may have summoned things rather more exotic than a winged cat. Zum Beispiel? There was that magma mephit once. Nice fellow, we kept in touch. Of course, in walked the housekeeper, screaming, yelling, panic, and before you know it, fire everywhere. Anyway, I'm glad we got that boy out of his predicament. Poor lad would have been harpy feed if it wasn't for you. Wir. Wenn wir nicht gewesen wären. Das haben wir schon gemeinsam gemacht. Wow, das ist echt 15 Gold bei sich dabei. Ich weiß, dass da noch zwei Harpien rumliegen. Ah, ein Knochenhaufen. Wir haben ihr Nest gefunden. Nein, das ist nur ihr Esszimmer. Der Junge ertrinkt doch, sagt der Fayet. Ja, was soll ich denn machen? Bis zur langen Rast hält sogar dieses Ding an, dieses Elixier. Und das ist ja mächtiger, als ich dachte. Wenn man lesen kann, ist klar ein Vorteil, aber erwartet nicht zu viel von mir. Das wäre echt gut. Für eure eigene Gesundheit. Psychischer Natur. Wir haben ja echt nichts dabei, die Väterviecher. Dann schauen wir mal, ob wir ein Nest von denen finden. Der Junge sagte, er war schon so nah dran. Oh, das ist auch ihr Nest. Das Nest ist kaputt. Und dann gehen wir mal da lang. Doch noch die Chance, das Versteck der Liebesgilde zu finden. Och Mensch. Was, wie gehen die denn mit ihrem Nest um? Oh, da liegt ein Dolch. Ein polierter welcher. Ha. Yeah, kann der irgendwas Besonderes? Garantiert nicht. Ist auf jeden Fall nicht so gut wie die Rapier, die sie halt besitzt.
Heieiei. Behalte ihn mal bei dir, aber zu den Waren hinzugefügt. Danke. Und wenn man jetzt die Augen aufsperrt. Also würde, rein theoretisch, würde man erkennen, dass man irgendwie darüber muss. Die Frage ist wie? Weiter hoch. Da wir selbst keine Harpie spielen können, haben wir es da ein bisschen schwierig, ne? Tja, welcher ist der beste Punkt, um darüber zu springen? 14 Trefferpunkte würden wir da verlieren, wenn wir da runterspringen. Also ein Weg wird und muss es geben. Wir können auch, statt rüber zu springen, einfach runtergehen. Was haltet ihr denn davon? Und dann versuchen hochzuklettern. Jetzt habe ich es gelesen. Geht doch einfach wie ein Mensch unten am Wasser entlang, sagt Fayed. Auf gar keinen Fall. Ich wollte was anderes machen. Du warst es selbst, der sagte, man kann da ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten haben, um sein Ziel zu erreichen. Lass es mich ausprobieren, okay? Wenn ich Sachen mache, die ich bei dir zum Beispiel in einem mega geilen Let's Plays gesehen habe, rein theoretisch, dann wäre das ja traurig. Und dafür haben wir 55 EP bekommen, dass wir da unten was sehen? Eine komische Höhle. Nee, wahrscheinlich wegen der Holztruhe. Geh doch einfach unten am Wasser entlang. Langweilig kann man denn sein? Wo ist denn jetzt dieses Nest? Siehst du, jetzt sehe ich das Nest nicht mehr verirrt. Wegen dir. Da oben ist es. Ich einmal 14 Trefferpunkte auf einen Schlag verlieren und dann darf ich nicht mal das machen. Das finde ich irgendwie schade. Mit der großen Stärke können wir auch schöne Sprünge machen. Fühlt sich ein Zwerg auch gar nicht gemobbt. So, tut mir leid, steht da. Miriam schreibt, ich liebe dich Miriam und ich will, dass du glücklich bist, auch wenn du es nicht mit mir bist, Edmund. Ganz traurige Geschichte. Und was haben sie? Sie haben auf jeden Fall mal ein Vorratspaket, aus was das besteht. Das wollt ihr nicht wissen. Aber ein Malachit gibt es. Und der Ring der sprühenden Farben ist ein Illusionszauber, mit dem man rumsprühen kann. Das habe ich als Schriftrolle schon bei mir im Inventar. Wer soll rumsprühen dürfen? Oh, enough waiting. I crave blood. Du kräfst Blatt, ja. Bitteschön, jetzt kannst du rumsprühen. Blende bis zu 33 Trefferpunkte Kreaturen. Das kann schon gut sein, aber ja. Ja, okay, ich hätte auch mit Federfall da runterspringen können. Okay, ja, okay, Fayed, das stimmt. Da hast du wieder jetzt recht. Ich finde es furchtbar, dass du immer recht hast. Das habe ich dir schon mal gesagt, oder? Also... Ein Zustand bei dir. Ein Zustand. Gewöhn dir das mal ab. Ja. Wir hätten das jetzt gerne gesehen wollen, dass ich da aus 40 Meter Höhe gefühlt, ne? Da zu dem Harpien-Nest wie eine Elfe drüber gleite. Ich meine, ich spiele hier einen Zwerg, ne? Das ist dir auch klar, oder? Ich springe übrigens absichtlich kurze Sprünge, dass die KI versteht, was sie tun muss. Huhu! Komm mit! Ja, das lustige Springen von Baldur's Gate 3. Da gab es ja auch ein bisschen Knatsch und Cringe. Die springen so komisch. Anwenderfehler, Leute. Einfach Anwenderfehler. Seid ihr, nicht die Entwickler.
Dance. Jawohl, hier bitteschön dein Dance-Move. Du hast ihn dir verdient. Muss noch mehr von diesen Dingern machen. So. Damit ihr auch Kanalpunkte ausgibt und mir ja treu bleibt und mich zwingt zum Tanzen oder sowas. Naja, da muss man ja mitmachen. Rhythmus, wo man mit muss, ihr wisst schon. So, habe ich jetzt noch irgendwas übersehen? Da oben sind wir langgelatscht. Ja. Ist auch ein schöner Ort so für nebenher. Oh, wo geht's denn da hin? They pursued the Nautiloid. Perhaps they were trying to free you. A vain notion. I am. Ein Tipp für euch, ne? Guckt euch immer mal auch die Karten an. Da kann man manchmal Dinge erkennen, die man vorher nicht erkannt hat. Schneller, bevor die alle sich in den Tod stürzen. Ihr schafft das. Alter, jetzt hat mich Gail dabei einer runtergeschubst. Juhu! Ein Erdhaufen haben wir entdeckt. Machen wir mal Luki Luki. Yes, 30 Gold. Und nochmal 25 Gold, nur in anderer Form. Und einen ganz mächtigen Kurzbogen. Der auch nochmal ein bisschen Geld wert ist. Also eigentlich waren diese Truhe einfach Geld. Das hat euch das Spiel hatte ich damit belohnt, dass ihr da rüber rupft und ein bisschen Geld verdient. Doch schön. Freut euch doch mal ein bisschen mehr. Hups. Hui, das mit der Ausrüstung. Das will ich mal sehen, wie ihr das nachmacht. Bevor sich hier einer über den Zwerg lustig macht, gell? Sag's euch. Morgenstern, Schild, entsprechende Rüstung noch in schwerer Natur oder mittlerer Natur. Hat's einer wieder nicht geschafft. Schattenherz. Schattenherz. Wirklich. Falls ihr mal fragt, wo eure Kollegen und Kollegen sind. Also eure Arbeitskollegen, meine ich. Nein, hört doch auf damit. Seht ihr, warum sich die Leute da beschwert haben? Das ist, wie gesagt, das ist ein Anwenderfehler. Nur weil die wie die Wilden da vor und zurück und hinter und weiß der Geier was springen. Das liegt an euch, nicht an den Entwicklern. Könntet ihr jetzt aufhören, hin und her zu springen? Cool. Die haben da einfach Spaß dran. Wie die Kinder einfach. Wie die Kinder. So, jetzt gucke ich mal auf die Uhr. Oh. Gefühl hast du eigentlich gerade erst angefangen. Du siehst, dass eine Stunde schon wieder vorbei ist. Ja, aber immerhin. Wir haben mit Nettie gesprochen. Wir haben mit der Bade einen kurzen Tanz gehalten. Wir haben nochmal mit Harpien, sag ich mal, eine Auseinandersetzung gehabt, die gewaltbasiert war. Aber wir haben nicht angefangen. Das waren die Harpien. Da können sie so schön singen, wie sie wollen. Das geht so nicht. Kleine Jungs essen. Also... Gehen wir aber schnell ins heilige Becken. Da fühlen wir uns wohl. Ne? Ja, das ist kein That's What She Said-Spruch, ich weiß. Okay, ich danke euch fürs Zuschauen. Nicht vergessen, liken, abonnieren. So, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich weiß, dass viele in meiner Community zögern, übrigens dieses Let's Play zu gucken, weil sie sich nicht spoilern lassen wollen. So geil. Weil sie selber spielen wollen. Ich finde es großartig. Bei mir lernt man doch von dem Spiel gar nichts. Nur die schlimmen Sachen kann man immer lernen. Sei es drum. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.